Herzlich willkommen zum zweiten Video in der zweiten Woche. Jetzt geht es um die Produktvision. Im ersten Schritt haben wir herausgefunden, wer ungefähr unsere Benutzer sein werden, und wir haben daraus Persona-Modelle identifiziert. Jetzt geht es darum, zu überlegen, was ist so das große Ganze, was wir für unsere Benutzer tun können. Das heißt, im nächsten Schritt entwickeln wir eine Produktvision. Wie kann sowas aussehen? Das würde ich jetzt gerne in den nächsten paar Minuten in diesem Video vorstellen. Die bekannteste Vision, die immer wieder zitiert wird, stammt aus einer Rede von John F. Kennedy aus dem Jahr 1962. Er sagte damals: "I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before the decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth." Deswegen heißen jetzt die meisten sehr ambitionierten Projekte auf der Welt auch gerne mal Moonshot. Also weil John F. Kennedy sozusagen so als erste bekannte Vision so etwas formuliert hat. Und siehe da, kaum war die Dekade aus, ist tatsächlich jemand auf dem Mond herumspaziert. Also die Vision ist sogar umgesetzt worden von Kennedy. Was Sie auf der Folie sehen, ist so eine Vision, die für ein ganzes Land gegolten hat. Jetzt können wir uns mal mit Visionen auseinandersetzen, die für einzelne Unternehmen Gültigkeit haben. Ich habe mal ein paar gesammelt von den Unternehmen, die Sie so kennen. Zum Beispiel Google hat die Vision, Informationen dieser Welt organisieren und allgemein zugänglich und nutzbar machen. Also wenn Sie bei Google mal hinter die Geschäftsziele schauen, ist das die Vision von Google. Facebook hat die Vision, bringing the world closer together. Und alles, was Facebook so tut, leitet sich dann aus dieser allgemeinen Überschrift ab. Oder Amazon, Earth's Most Customer-Centric Company. Oder Zappos, die sind von Amazon gekauft worden, aber gibt es ein sehr schönes Buch von Tony Hsieh zur Geschichte von Zappos, deren Überschrift war Delivering Happiness. Ne? Also das, was Sie von Zalando in Deutschland kennen, dieses Schrei vor Glück, Postbote klingelt mit dem Schuhkarton und sie schreien vor Glück, das ist die Vision von Zappos gewesen. Was können wir jetzt tun, um unsere eigene Vision zu formulieren? Also das, was wir mit unserem Projekt erreichen wollen oder was das Ziel des Produktes ist. Wir versuchen uns vorzustellen, das Produkt existiert schon und es hat ein Bedürfnis gestillt, und wir versuchen das jetzt zu Papier zu bringen. Schritt 1. Für wen ist das Produkt gut? Da haben wir Persona-Modelle herausgefunden. Wenn Sie aus bestimmten Gründen kein Persona-Modell haben, formulieren sich hier die Benutzergruppe. Man sollte vermeiden, sowas wie für alle User, für jeden Menschen auf dem Planeten zu schreiben. Das ist zu unspezifisch. Suchen Sie sich da lieber irgendeine spezifische Benutzergruppe aus, oder verwenden Sie das Persona-Modell, was wir gerade erarbeitet haben. Dann schreibe ich den Bedarf, die Gelegenheit, also was ist das Bedürfnis, was wir stillen wollen, zu welchem Zeitpunkt wird unser Produkt genutzt. Wir geben dem Produkt natürlich einen schönen Namen und ordnen es in eine Produktkategorie ein, und wir schildern den Hauptvorteil. Also aus welchem Grund sollte man das kaufen? Was ist der Vorteil gegenüber den Konkurrenzprodukten? Man kann noch so einen Halbsatz anschließen, dass man noch so ein bisschen die Konkurrenz darstellt und sagt, was ist eigentlich der Hauptunterschied zur Konkurrenz? Also was differenziert uns vom Rest des Marktes? Jetzt ist die Frage, wie man das erarbeiten kann. Sie könnten zum Beispiel, wenn Sie sich in einem Raum befinden, Flipchart machen und jedes dieser blau gedruckten Themen auf ein eigenes Flipchart machen und Teilgruppen bilden, die jeweils einen Teil erarbeiten. Eine zweite Technik zum Brainstorm stelle ich gleich vor. Aber am Ende des Tages kommt ein Normsatz raus, der diese Elemente enthält, und das ist so eine Formulierungshilfe für unsere Produktvision. So, das Ziel ist nochmal, haben Sie immer im Hinterkopf, Sie wollen nachher ein Outcome haben, sprich eine Veränderung des Verhaltens Ihrer Personas, beziehungsweise, und das wirkt sich dann natürlich auf Ihren Geschäftserfolg aus, also auf den Impact Ihres Systems. So, dann schauen wir mal, was man machen kann. Also was Sie machen können, man kann eine ganz einfache Brainstorming-Technik machen. Sie schreiben einfach dieses für Persona, die Bedürfnisse, ist die Produktname, eine Produktkategorie, die den Hauptvorteil bietet und so weiter. Das schreiben Sie auf ein Whiteboard an den Rand und teilen Haftnotizen aus, und die lassen die Leute einfach brainstormen, Stück für Stück oder flächig, je nachdem, was da am geeignetsten erscheint. Also zum Beispiel für unser Projektvorschlagssystem könnte man sagen, naja, wir könnten so Personas sein, für die das geht. Jetzt haben wir die Petra Partner ja schon gebrainstormt, also nehmen wir mal Partner.
dann könnte man Bedürfnisse unterstellen und auch das schreiben sie einfach wieder auf Haftnotizen und entscheiden sich dann halt für einen Teil der Haftnotizen, die ihnen dann am wichtigsten oder am zielführendsten erscheinen. Zum Beispiel innovative Produktideen ausprobieren, neue Technologien testen oder in unser Persona-Modell hatten wir unterstellt, dass die Petra Partner Personal sucht. Dann geben wir dem Kind auch einen Namen, also ich habe es jetzt mal Projektvorschlagssystem getauft und das ist ein Vertriebssystem, wenn man ehrlich ist. Also wir wollen ja Unternehmen Projekte verkaufen, so gesehen ist es ein Vertriebssystem. Und da könnte man sagen, Hauptvorteil von dem System ist vielleicht einfacher Kontakt zu Studierenden, preiswerte technische Studien, positive Öffentlichkeitsarbeit und so weiter. Das könnten alles Vorteile von so einem System sein. Also das ist wieder gebrainstormt. Jetzt habe ich keine Alternativen gefunden, also eigentlich müsste man sich jetzt den Markt nochmal genauer anschauen, deswegen habe ich hier mal so ein paar Fragezeichen dran geklebt. Eigentlich müssten sie jetzt noch eine Konkurrenzanalyse machen, gucken, wenn es das schon zu kaufen gibt, macht es ja keinen Sinn, es nochmal zu machen. Also insofern wäre es jetzt wichtig, nochmal sich gegen die Konkurrenz abzugrenzen und zu sagen, was ist denn eigentlich unser Unique Selling Point sozusagen. So, und dann kommt ungefähr dieser Satz raus, für Partnerunternehmen der Hochschule, die gerne innovative Ideen oder neue Technologien testen müssen, ist das Projektvorschlagssystem ein Vertriebssystem, das preiswerte Studien erlaubt und intensiven Kontakt zu Studierenden bietet. Das könnte so eine Produktvision sein. Warum brauchen Sie überhaupt eine Vision für Ihr Produkt oder Ihr Projekt? Wozu braucht man das überhaupt? Dazu muss man überlegen, wenn Sie ein Team zusammenstellen, müssen Sie dem Team erklären, was es in den nächsten Wochen, Monaten oder Jahren erarbeiten soll. Also eine klare Zielmarke, da geht das hin. Das wollen wir erreichen. Der Weg dahin muss aber dem Team ein Stück weit überlassen werden. Erstens kommt das Team lokal auf die besten Optimierungen, weil die lokal die Situation am besten kennen. Und autonom arbeiten zu können, macht einfach am meisten Spaß, dann sind die Leute wahrscheinlich am motiviertesten. Und deswegen brauchen sie eine Vision, die aber den Weg dahin nicht genau festlegt. Und das ist ein langfristiges Ziel, das heißt, man kann mittendrin auch mal ein bisschen scheitern oder ein paar Sachen verkehrt machen. Solange das langfristige Ziel verfolgt wird, kommt man auch mit Eventualitäten unterwegs klar. Langfristig können sie nicht planen, weil sie so viele Zufallseffekte drin haben. Deswegen ist so eine Vision eigentlich ein ganz guter Punkt, so ein Ziel, so ein Nordstern, auf den man hinarbeiten kann. Und wenn Sie so eine Vision formuliert haben, können Sie nämlich, fällt die Priorisierung von allen Dingen, die Sie tun, automatisch mit raus. Denn Sie können bei jedem Feature, das Sie bauen wollen, bei jeder Tätigkeit, die beauftragt wird, immer fragen, trägt das zur Vision bei, ja oder nein? Wenn nein, wird es gestrichen. Also können Sie gnadenlos priorisieren. Alles, was nicht zur Vision beiträgt, ist per Definition überflüssig und kann weggelassen werden. Und Sie brauchen irgendein Kriterium, um Dinge weglassen zu können oder um zu sagen können, A ist wichtiger als B. Und wenn Sie sagen, das gehört zur Vision, dann machen wir es. Wenn es nicht zur Vision gehört oder nicht dazu beiträgt, die Vision zu erreichen, dann lasst man es weg. Dann verzettelt man sich auch nicht, sondern hat ein ganz klares Ziel, auf das es hinausläuft. Dann ist auch klarer, was Ihr System eigentlich tun soll am Ende oder Ihr Produkt. Also wenn Sie sagen, es ist ein klares System, um Projekte zu verkaufen, bauen Sie es anders, als wenn Sie sagen, es ist ein System, mit dem Sie nur was verwalten wollen oder ein System, mit dem Sie kommunizieren wollen. Also allein dieser Satz verändert die grundlegende Ausrichtung des Systems. Und Sie können dann eigentlich leichter erklären, was mit dem System, was das tun soll, wofür es gut ist. Deswegen wird auch diese Produktvision häufig Elevator Pitch genannt. Also stellen Sie sich vor, Sie haben eine Fahrschulfahrt mit begrenzter Dauer, also irgendwas so zwischen 30 Sekunden und 2 Minuten. Und Sie müssen dann dem Vorstandsvorsitzenden, der Geld hat, in 2 Minuten oder auch nur in 30 Sekunden erklären, warum das System eine gute Idee ist. Und das ist der sogenannte Elevator Pitch. So könnte man unsere Systemvision auch bezeichnen. Sie müssen klar erklären können, wozu es gut ist. Und das in unter 2 Minuten. Und das Team arbeitet effizienter, weil sie haben ja nur ein Ziel, auf das hingearbeitet wird. Und die Arbeit kann dahingehend geplant werden, dass man dieses Ziel, diese Vision erreicht. Also Sie brauchen jetzt, vor allem jeder kann lokal entscheiden, was das Beste ist und Sie können sich das Mikromanagement sparen und jedem im Detail vorschreiben, was er zu tun hat. Wenn alle das Ziel unterschreiben oder die Vision unterschreiben, dann arbeiten auch alle gleichermaßen darauf hin. Also Sie ersparen sich so ein bisschen Management-Overhead dadurch. So, jetzt haben wir was Langfristiges formuliert, die Vision. Da wollen wir in 2 Jahren sein, in 5 Jahren, in 10 Jahren oder vielleicht auch schon in einem Jahr.
Das ist jetzt ein weit gestecktes Ziel, was wir erreichen wollen. Das reicht aber noch nicht, um jetzt genau eine Aufgabenverteilung zu machen oder konkret zu sagen, was die einzelnen Teammitglieder tun sollen. Jetzt müssen wir also diese Vision schrittweise übersetzen in kurzfristigere Ziele, wo wir auch deren Erreichung genau messen können. Das heißt, wir gehen jetzt von der Vision über in Ziele, die zu erreichen sind. Das kommt jetzt im nächsten Video.